sagen wir auch zu hier. Nein. Nein. Gibt es ein Otis noch? Ich will sagen, Otis ist auch Züge. Ah, die Tür aber hätte da rein gehen sollen. Naja, egal. Der Haupttür war offen. Ein Kind ist reingegangen. Der wohnt in diesem Haus. Ich habe 2020 auch gebaut. Jetzt habe ich die Tür geschließt. Der Wohnstätte ist im Weg. Der Haus ist richtig gut. Ich muss ein bisschen Platz machen. Gut, damit ich rauskomme. Na, vorpasst. 2020, kann er einfach sagen. Oh mein Gott, das war echt laut. Hat sogar dieses Ding. WM Deutschland. Ich glaube, hier kann gleich vergleichen. Diesen Stamm. Und sogar Giants. Wow, ist cool. Hat eine Steuerung hier. Wieso hat hier keinen? Also hier. Warte kurz, ich muss kurz mal ein bisschen. Nein, du kannst nicht gehen. Ich war das einst. Ich wollte nur wissen, ob es da reinpasst. Ich wollte es nur wissen. Ich wollte es nicht wirklich machen. Nee, passt nicht. Jetzt geht gar nicht zwischen. Aber ich glaube, wenn es beim Rot ist, ist ein anderer Schlüssel, ein anderes Schloss als in Deutschland. Und ich habe noch 2 Tage hier, die wir hier noch aufziehen fügen. Und ich bin nicht dran. Oh mein Gott, die Steuer. Das ist nicht von Aufzug, das ist von Strom. Da darf man sowieso nichts machen. Sonst geht ja was schief. Und die Aussicht. Ich glaube, da hat er kein Motor. Ups, ich bin fast angestoßen. Ich habe kein Motor dran, leider. Der Motor ist drin, der Aufzug. Ich kann ein bisschen lüften, sonst ist es zu heiß. Aber eigentlich ist die Küche, na egal. Aber heute soll es noch besser. Egal, dann soll ein bisschen lüften. Es darf nicht stressen sein, du sollst einfach Kohlen machen. Immer noch. Ich möchte ein bisschen lüften hier. Und dann geht es hier auch. Oh, besser. Mein Gott, fast. Hat er ja sogar ein neues Gebäude gebaut. Oh mein Gott, Alter. Hier gibt es echt viele neue Baugebäude als Nebenprinz. Da geht ein Park. 5 Uhr. Hast 5. Stock. Das heißt, wie ein Hotel hier oder sowas. Aber ich muss nicht. Hier ist klingt jetzt nicht. Okay. Oh, hier ist echt heiß. Ich muss nicht. Dieser Chang kennt ihr. Sagt, es gibt einen in Deutschland auch. Hast du die Frau, hast du den Putz gerade? Ah, lass besser so stehen. Hier ist der Otis, hier ist der andere Otis. Limassol. Zypern. Da kann man dieses Baujahr sehen, vielleicht. Ja, das Baujahr steht das sowieso da. Egal. Er steht nicht groß. So, das ist der Otis Firma. Da könnte ich vielleicht morgen hingehen, mal kurz schauen, was es ist. Asus. Axulustrasse. Deutsch. Der sagt, das darf nicht wegschmeißen. Ich will es mal ein bisschen anschauen. Die brauchen es ja. Bis eine Stunde. Stunde ist ja auch. Parkhaus. Mann, dann haben beide. Das muss er zwar besser hier lassen. Ich hab jetzt auch schon ein bisschen angeschaut. Ah, oh, schon weggefahren. Hä? Ist kaputt. Bisschen anschauen. Wenn euch etwas da interessiert, dann könnt ihr ein bisschen hier anschauen, was hier was geschrieben ist und so. Diese Sprache kann ich überhaupt gar nicht. Ich habe Route Nummer 3. Also die Adresse hier lief in Limassol. Ich wollte auch die Adresse stehen, aber jetzt sehe ich Firma. Holt diese Limitation.
Und das. Scheinbar bist du, dass ihr das Ganze sehen könnt, so wie der Auto nicht da ist. Das hat ein bisschen gesehen. Aber jetzt sind das Ding auch auf keinen mehr wegschmeißen. Das darf nicht sein. Schafft nicht alles zu schmeißen. Darf man nicht. Ich lege es besser. Ups. Ich lege es besser. Du kannst reinstecken. Damit es nicht verloren geht. Es muss ja wirklich fest sein. So, das lässt jetzt so, soll es besser sein. Nicht in den Schacht. Das darf man sowieso nicht. Sonst fehlt das denn. So wie das sowas dies denn in Deutschland. Die Anzeige ist echt anders. Genauso wie. Nee. Die Anzeige ist auch gleich wie in Deutschland. In. Aber es gibt scheint sogar hier einen Aufzug. Cool. Jetzt bist du so dumm, dass sie putzen. Hab ich gewusst. Aber wenn ich es weg wäre, dann wäre ganz normal, es wäre viel schöner. Und dann immer stolpern. Zum Glück soll es nicht mehr auf dem Boden. Sonst geht das Wasser. Setz Seife in den Aufzugsschacht rein. Das darfst du sowieso nicht, weil unten elektronische Sachen sind. Das kann dann stecken bleiben, wenn das Ding Wasser in den Schacht reingeht. Das darfst du sowieso nicht. Ja, Leute, ich wollte noch kurz erzählen, ob dann mein Omas, bei Oma, beim Pilot, da ist dieses Wasser in den Schacht reingefallen. In den Schacht. Und dann ist es kaputt gegangen, glaube ich. Und dann mussten die, und dann mussten zwar das ganze Wasser rausholen. Und dann sind die Aufzüge auch überfüllt. Es war alles voll mit Wasser. Der Aufzug schacht in den Aufzug. Und jetzt Aufzug bestimmt jetzt modifiziert, bestimmt. Glaube ich. Mal gucken, wir hoffentlich werden auch Laden fahren am 1. Oktober. Dann kann ich meinen Aufzug mit meinen Freund finden. Ja, Leute. Ja, so lasst euch weiterarbeiten. Jetzt rein. Diese Anzeige, das kennt ihr. Dann piepst du hier, ich will mal kurz was testen. Oder piep, piep macht. Bei diesen Otis. Bei diesen, wie in der Freischützstraße. In der Freischützstraße war auch die Tür auch genauso so. Aber ich könnte mal testen, ich könnte mal die Sinche legen. Das darf nicht reinfallen, das darf nicht. So, hoffentlich. Und wir machen piep, piep, piep. Ich will nur wissen. Ich will nur testen, ob der piep das gleiche Ton macht. Und dann macht piep, wo ich ihn aufgenommen habe. Ja, ich piep für einen Wecker. Ja, Leute, hier ist es irgendwo scharf. Ich glaube, ich glaube, hier an diesem, bin ich irgendwie mit diesen Daumen, bin ich irgendwie hier, ich glaube, ich wollte diesen, ich glaube, bei Kohle, das hier besetzt bin, ich glaube, als solches scharf, guck mal, da ist scharf. Das ist nicht wirklich verletzt, deswegen möchte ich nicht anders. Das ist scharf, scharfe Kante, deswegen habe ich mich verletzt an der Tür. Jetzt gucken wir mal. Hat am Piepston. Stell mal, weiß ich nicht weg. Na, echt, ich kann hören. Snoop-Mood. Mann, es ist immer gleich zum kurzen Sound, aber ich mal bitte den Schluss. Dann nehme ich auch diesen Sound auf. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Bleibt gesund, ihr Elevator-Fan.